Bei Promi Big Brother hat Jeremy Fragrance sowohl die Mitbewohnerschaft als auch das TV-Publikum gespalten, bis er dann überraschend das Haus verlässt. Auf eines können sich bei ihm aber fast alle einigen: er entertaint. Doch wer ist eigentlich dieser exzentrische Typ und wie wurde er zur Internet-Kultfigur? Geboren wird Jeremy, mit bürgerlichem Namen Daniel Schütz, 1989 in Oldenburg als Sohn polnischer Einwanderer. Während seiner Kindheit im sozial schwachen Viertel nimmt er sich vor: ich werde später erfolgreich. Und dafür startet er so einige Versuche. Von Tanzvideos auf YouTube über eine kurze Boyband-Karriere bei Part 6 und Theaterauftritten. Die Bühne scheint Jeremy magisch anzuziehen. Doch der große Durchbruch bleibt aus. Auf einer Amerikareise wird er auf die Macht der Düfte aufmerksam und nutzt die Nische geschickt aus. Mit unterhaltsamen YouTube-Videos über Parfüms wird er immer bekannter und macht eine Marke aus sich. Heute vertreibt er sogar eigene Düfte und ist auf Instagram längst ein Star. Auch als Podcaster versucht sich Jeremy, der übrigens fast immer einen weißen Anzug trägt und strenggläubig ist. Seit Promi Big Brother kennt auch die TV-Welt den Ronaldo der Düfte, wie er sich selbst schon bezeichnete. Da kommt sicher noch einiges auf uns zu.